Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Speedbuild auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein schönes Wochenende. Ich bin momentan im Urlaub und produziere gerade ganz viele Videos vor. Das ist jetzt eines davon. Und wir bauen heute ein kleines süßes Häuschen. Ich habe auf Pinterest nach Tiny Houses gesucht, wie immer. Ich baue irgendwie am liebsten Tiny Houses. Irgendwie hätte ich auch gerne selber eins, aber ich weiß einfach, ich habe viel zu viel Zeug und ich würde sicher Platzangst kriegen in einem Tiny House. Und ich blende euch nachher auch mal ein Bild ein, wie das Ganze auf Pinterest ausgesehen hat. Eigentlich ist das Haus nämlich, glaube ich, ein Gartenhäuschen. Also ich glaube, da ist eigentlich gar kein Bett drinnen, aber ich habe das Ganze jetzt ein bisschen größer gemacht, damit auch ein Bett reinpasst und es soll einfach, ja, ein gemütliches kleines Häuschen sein, das so draußen in der Natur steht mit ganz vielen Blumen. Und ich muss gleich von vornherein sagen, ich glaube, das Haus wird nicht jedem gefallen. Von außen finde ich es eigentlich ganz schön, aber eigentlich auch nur die Blumen. Beim Bauen bin ich immer mehr so fake it till you make it. Ich bin kein großer Bauprofi, aber es macht mir einfach Spaß und deswegen baue ich einfach gerne Häuser in die Sims. Aber ihr müsst wirklich ein bisschen Rücksicht mit mir haben. Ich bin nicht so gut im Häuser bauen in die Sims. Einrichten kann ich da schon ein bisschen besser oder sagen wir viel besser. Die Dächer sind immer das, was mich am meisten verwirrt. Ich würde ja auch gerne Architektur studieren oder was in die Richtung, aber ich habe einfach kein räumliches Denken und ich glaube, ohne räumliches Denken wird das einfach nichts. Auf jeden Fall, nochmal zurück. Ich glaube, das Haus wird nicht jedem gefallen. Ich wollte es von innen eben wie so ein kleines Kräuterhäuschen einrichten und es hat auf jeden Fall ein Herbstthema. Also die Farben sind sehr herbstlich gehalten, sind auch eigentlich meine Lieblingsfarben. Und ich muss sagen, es ist eben von innen eher ein bisschen speziell. Also falls es euch nicht gefällt, tut es mir leid, aber ich baue dann auch wieder andere Sachen. Ich baue ja momentan relativ oft moderne Sachen, obwohl ich moderne Häuser nicht so schön finde. Da finde ich das, was ich jetzt gerade gebaut habe, in echt, also für mich persönlich einfach viel schöner. Es ist viel heimeliger, da wo ich herkomme. Sagt man hormelig. Das ist so, wenn man einfach heimkommt und es ist so gemütlich, nicht so kalt wie in so modernen Häusern. Ich mag das nicht, wenn ein Haus so steril wirkt oder eine Wohnung, wenn alles so glatt ist. Und heutzutage finde ich allgemein, dass die ganzen Wohnungen von den ganzen YouTubern, wenn man sich so Roomtours anschaut, die sehen irgendwie alle ähnlich aus. Also natürlich total schön und gefällt mir auch gut, aber ich könnte so nicht leben. Das sind aber auch so Sachen, die man auf Pinterest findet. Ich stehe da auf viel mehr Deko und es soll viel bunter sein und genau das habe ich hier eben versucht zum Umsetzen. Ich weiß aber auch, dass das nicht jedem gefallen wird. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mir gerne zuseht beim Bauen. Ich schaue mir nämlich sehr gerne Speedbuilds an. Ich finde das irgendwie sehr beruhigend. Und man kann sich doch ab und zu ein paar Inspirationen von den anderen Leuten holen. Das mag ich sehr gerne. Und wie schon gesagt, das Ganze ist ziemlich herbstlich eingerichtet. Wir haben ja immer noch Herbst, noch ist November. Leider ist Halloween vorbei, wie schon oft erwähnt, Halloween ist mein Lieblingsfeiertag. Ich falle danach immer so ein bisschen in ein Loch, weil ja, jetzt ist es halt wieder ein Jahr hin. Ich liebe das ganze Gruselthema und ja, wenn alles wieder kuschelig wird, direkt nach dem Sommer und die Farben und alles. Und ja, wir haben ja immer noch November. Für mich ist es jetzt noch ein bisschen zu früh für Weihnachten. Ich weiß, manche Leute sind da schon jetzt voll drinnen, aber ein bisschen zu früh ist es mir dann doch noch. Also mindestens bis, ja, so Mitte, Ende November, dann bin ich vermutlich auch schon wieder in Weihnachtsstimmung. An Weihnachten folgen dann auch wieder ganz viele tolle Videos auf meinem Kanal. Da bauen wir dann auch schöne Häuser, die im Schnee sind und einfach gemütlich sind und weihnachtlich. Und ich freue mich auch auf diese Zeit. Ich mag sowieso jede Jahreszeit. Meine liebste Jahreszeit ist aber einfach der Herbst. Und es war wirklich ein sehr schöner Herbst. Also ich komme ja aus Wien und wir hatten eigentlich immer schönes Wetter. Und es gibt für mich eigentlich fast nichts Schöneres wie die schönen Farben im Herbst. Gerade wenn man im Wald spazieren geht und es ja früher dunkel wird. Ich feiere das einfach extrem. Aber wie gesagt, ich mag jede Jahreszeit und ich freue mich dann auch schon auf den Winter. Da habe ich auch Geburtstag und da kann man dann auch wieder andere tolle Sachen machen. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende. Ich komme heute tatsächlich wieder aus dem Urlaub zurück, muss eben aber das Ganze davor drehen. Und ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Das nächste Video folgt dann gleich morgen. Also bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche, auch wenn sie nur noch kurz ist, einen schönen Tag und bis bald!